über 18 Meter lang, rund 1 Million Euro wert und auf der Suche nach einem neuen Chef. Das ist der Salzburger Obrus. Toller Job, Traumjob. Sie haben ihren eigenen Bus, der ist 18,75 Meter lang, fährt voll elektrisch. Sie haben immer wieder ganz schön viel zu tun, ein abwechslungsreicher Tag. Diesen Traumjob haben sich zahlreiche Interessierte beim ersten Salzburger Obus Qualifying genauer angesehen. In der Remise gab es nicht nur alle Infos rund ums Obusfahren, sondern auch die Möglichkeit, sich selbst ans Steuer zu setzen und eine Runde zu drehen. Mit dem riesigen Gefährt gar nicht so einfach. Ja, das zittern schon am Anfang ein bisschen, wenn man in den Spiegel schaut, 18 Meter, wo ist das Ende? Man merkt schon, dass sie da sehr, sehr, sehr nervös sind. Ich bin mitgefahren, natürlich ständig, aber noch nie tatsächlich am Steuer. Aber es würde mich durchaus einmal reizen, auch diese Ausbildung zu machen. Ein Großteil der Ausbildung funktioniert bei der Salzburger AG vollständig intern. Sprich, man ist während der gesamten Ausbildungszeit bereits voll angestellt und wird dafür auch bezahlt. Man macht dann in der Fahrschule den Führerschein, der Gruppe D. Wenn man den positiv absolviert hat, dann kommt man zu uns in die Obus-Fahrerausbildung, wo es nochmal 6 Wochen Schulung gibt von uns, rein auf den Obus bezogen. Das Ganze dauert dann mit der 2-wöchigen Nachbereitung, sage ich mal, fahren mit den Kollegen 8 Wochen. Und nach den 8 Wochen, wenn man das alles positiv abschließt, die ganzen Prüfungen, die es gibt, in Theorie und Praxis, ist man Obusfahrer. Dann geht's raus auf die Straße und quer durch die Stadt Salzburg. Der Job als Obusfahrerin oder Obusfahrer bietet dabei sehr viel Flexibilität und Verantwortung. Sie sind Ihr eigener Chef, eben in diesem großen Obus. Sie haben die volle Unterstützung in jeder Krisen- oder Notsituation von unserer Leitstelle. Also wir lassen Sie nicht alleine. Sie sind bei uns im Team im Bereich Verkehr der Salzburger AG. Sie haben einen verlässlichen Arbeitgeber, bekommen am 15. fixe Gehalt und haben ein tolles Team. Das Team besteht aber nicht nur aus Lenkerinnen und Lenkern. Wer nicht selbst fahren möchte, hat auch jede Menge andere Chancen auf eine Karriere beim Obus. Wir haben natürlich auch eine große Werkstätte dabei und auch eine Bereitstellung, wie das heißt bei uns intern, wo die Fahrzeuge für den nächsten Tag wieder bereitgestellt werden. Da suchen wir natürlich auch laufend natürlich auch Mechaniker, Elektriker, aber auch solche, die mithelfen, die Busse wieder auf Vordermann zu bringen, damit sie nächsten Tag wieder einsatzbereit sind und für unsere Kunden wieder in Vollzahl zur Verfügung stehen. Alle Infos rund um die Karrieremöglichkeiten im Bereich Verkehr finden Sie auf www.salzburger.at/durchstarterin.